Deutschland hat vor allem Dach. Allein Gewerbe- und Industriegebäude verfügen über eine Gesamtfläche von 750 Quadratkilometern. Auf diesen Dachflächen und den geeigneten Fassaden könnten Solarzellen rund 200 Terawattstunden Strom pro Jahr produzieren. Komplett CO2-neutral. Das entspricht fast 90% des Strombedarfs der deutschen Industrie. Im schwäbischen Ungerhausen, in der Nähe von Memmingen, nutzt ein mittelständisches Unternehmen dieses Potenzial bereits optimal aus. Über 200.000 Solarzellen liefern hier Solarstrom mit einer maximalen Leistung von 1,1 Megawatt. Der sauber produzierte Strom fließt jedoch nur zu einem Teil ins Netz. Ein großer Teil des CO2-neutralen Stromes wird direkt vor Ort genutzt. Und das gelingt so. Große Stromverbraucher, wie die Laserschneidemaschine, werden vorrangig dann betrieben, wenn genügend Strom vom Dach vorhanden ist. Maschinen, die ständig im Einsatz sind, wie zum Beispiel Bohr- und Flexmaschinen, benötigen hingegen eine ständige Energieversorgung. Die Lackier- und Sandstrahlarbeiten werden wiederum vorrangig bei genügend Solarstrom durchgeführt. Und auch die Produktion verschiedener Medien, wie zum Beispiel Stickstoff, wird an das Angebot vom Dach angepasst. Die Folge? Aufgrund der flexiblen Produktionsweise liefern die Solarzellen fast 2/3 der gesamten im Unternehmen benötigten elektrischen Energie. Bei der Alois Müller GmbH im Unterallgäu wird der Solarstrom so optimal genutzt. Das Unternehmen hat deutschlandweit über 500 Beschäftigte. Am Standort in Ungerhausen werden spezielle Heizungs- und Lüftungsanlagen sowie Teile für den Metallbau produziert. Dabei achtet das Unternehmen nicht nur auf Energie, sondern auch auf Materialeffizienz. Rund 200 Menschen arbeiten hier im Bereich der Fertigung sowie der Verwaltung. 2019 nahm das Unternehmen in der neuen, CO2-neutralen Fabrik die Produktion auf. Wir merken zunehmend, dass wir bei Preisneutralität das Thema Nachhaltigkeit und Qualität immer mehr in den Vordergrund wächst letztendlich. Und wir haben nur die Möglichkeit, einmal so eine Fabrik zu bauen. Und da gibt es nur die Option, machen wir es gescheit, sagen wir im Allgäu, oder machen wir es nicht gescheit. Ja, und wir haben uns hier für die gescheite Variante entschieden, und das ist CO2-neutrales Produzieren. Eine wichtige Voraussetzung für die klimaneutrale Produktion ist die Analyse aller Stoff- und Energieströme, die für die einzelnen Fertigungsschritte notwendig sind. Daher wertete das Unternehmen die Produktionsdaten über eine längere Zeit aus. Über ein Enterprise Resource Planning, kurz ERP-System, kann der Fertigungsleiter diese Daten jederzeit mit der aktuellen Wetterprognose abgleichen. So verläuft die Planung für die nächste Schicht in Abhängigkeit vom Wetterbericht mit den direkt vor Ort verfügbaren Arbeitskräften. Lackierkabine und Laser können wir eigentlich sofort starten. Ja? An diesem Morgen steht bereits Solarstrom mit einer Leistung von 160 Kilowatt zur Verfügung. Da die normale Produktion eine Grundlast von rund 100 Kilowatt benötigt, startet zunächst nur die Laserschneidemaschine. Sie schneidet mit einer Leistung von etwa 50 Kilowatt Bleche für den Anlagen- und Metallbau in die von den Kunden gewünschten Größen. Da die Maschine bei einem zweischichtigen Betrieb täglich nur rund 7 Stunden arbeitet, kann ihr Einsatz zeitlich flexibel gestaltet werden. Das Gleiche gilt auch für das Sandstrahlen und Lackieren bestimmter Bauteile. Die Lüftung dieser Lackierkabine benötigt rund 30 Kilowatt. Je nach Auftragslage wird hier jeden Tag zwischen 2 bis 4 Stunden lackiert. Heute beginnen die Arbeiten erst 2 Stunden nach Schichtbeginn. So wird das Lackieren, wenn möglich, genauso wie das Laserschneiden und das Sandstrahlen, zeitlich an das Angebot an Solarstrom angepasst.
Die digitale Erfassung aller Arbeitsabläufe und Energieverbräuche ist eine wichtige Voraussetzung für eine solche flexible Gestaltung der Produktion. Bei uns ist das kein großer organisatorischer Aufwand, dies hier abzubilden, da wir mit einem ERP-System zusammenarbeiten, sämtliche Aufträge mit eingespielt sind und die wir zeitnah alles abrufen können und dementsprechend die Auftragslage dort hinterlegt ist und auch die Zeitlage hinterlegt ist. Und deswegen können wir das Ganze ein bisschen verschieben oder noch anders terminieren. Doch nicht nur die Fertigung ist auf das Angebot an Solarstrom ausgerichtet. Die Alois Müller GmbH benötigt, wie nahezu alle produzierenden Unternehmen, Druckluft. Bei 6 bis 8 Bar wird sie in diesem und zwei weiteren Tanks sowie in den Druckluftleitungen gespeichert. So steht insgesamt ein Speichervolumen von 7 Kubikmetern zur Verfügung. Darüber hinaus werden weitere, für die Produktion wichtige Medien im Unternehmen produziert, wie zum Beispiel voll entsalztes Wasser in dieser Umkehrosmoseanlage und Stickstoff in einer weiteren Anlage. Der in der Luft vorhandene Stickstoff wird dabei über spezielle Filter aufkonzentriert. Der komprimierte Stickstoff lagert dann in mehreren Hochdruckbehältern. Insgesamt 180 Liter bei einem Druck von bis zu 300 Bar. Anschließend wird der Stickstoff in einer weiteren Anlage mit Wasserstoff gemischt. Es entsteht Formiergas. Dieses wird direkt in der Produktion als Schutzgas beim Schweißen eingesetzt. Das Besondere daran: Alle drei Medien wie Stickstoff, voll entsalztes Wasser und Druckluft werden möglichst nur dann produziert, wenn die Sonne scheint. Und vorzugsweise, wenn keine weitere Produktion läuft, wie zum Beispiel am Wochenende. Dabei werden die Medien in Tanks gelagert. So werden der Stickstoff, das voll entsalzte Wasser und die Druckluft zum Speicher von erneuerbarer Energie. Je nachdem, wie diese Medien im Produktionsprozess gerade benötigt werden, reicht der Vorrat an Stickstoff für 2 bis 3 Tage und an Druckluft mehrere Stunden. Unabhängig von diesen Medien kann überschüssiger Solarstrom allerdings auch in einer Batterie gespeichert oder in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden. Letztendlich deckt der Solarstrom vom eigenen Dach aufgrund der flexiblen Produktionsweise rund 2/3 der gesamten benötigten elektrischen Energie des Unternehmens. Doch auch wenn keine Sonne scheint, ist die Stromversorgung gewährleistet. Das Unternehmen wird dann über ein Blockheizkraftwerk versorgt. Dieses liefert 220 Kilowatt elektrische Leistung und 250 Kilowatt Wärme. Da es ausschließlich mit Biogas betrieben wird, arbeitet es ebenfalls CO2-neutral. Bei einer längeren Kälteperiode sorgt zusätzlich ein Holzpelletkessel mit einer Leistung von 200 Kilowatt für zusätzliche Wärme. Die beiden Anlagen speisen ihre Wärme in einen gut isolierten 100.000 Liter fassenden Pufferspeicher. Die Wärme kann hier mehrere Tage lang gespeichert werden. Doch nicht nur die Wärmemengen des mit nachwachsenden Rohstoffen betriebenen Pelletkessels und des mit Biogas versorgten BHKWs strömen in den großen Wassertank. Auch überschüssig produzierter Solarstrom kann hier in Form von Wärme gespeichert werden. Dabei erhitzt ein einfacher Heizstab das Wasser. Bei Bedarf strömt die Wärme dann über eine Leitung in die Fabrikhallen. Darüber hinaus fließt die klimaneutral produzierte Energie über ein Nahwärmenetz auch an benachbarte Unternehmen, wie die sich in unmittelbarer Nähe befindende CB Stonetech GmbH. Das Unternehmen produziert in Ungerhausen mit 80 Fachkräften Zubehör für Holzöfen, wie beispielsweise Lüftungsgitter und Klappensysteme.
Darüber hinaus verarbeitet es Naturstein und große Keramikplatten, sowohl für den Ofen als auch für den Küchenausbau. Die Wärmeversorgung des Unternehmens erfolgt dabei komplett über die Wärmezentrale der benachbarten Alois Müller GmbH. Die Vorteile liegen auf der Hand. Keine Investitionskosten in ein Heizgerät, keine Betriebskosten, eine ganz hohe Versorgungssicherheit, wenn wir einfach angeschlossen sind. Und alles CO2-neutral, auch ganz wichtig. Das Werk der Alois Müller GmbH liegt im neuen Gewerbegebiet von Ungerhausen. Josef Fickler ist der Bürgermeister der rund 1000 Einwohner großen Gemeinde im Unterallgäu. Durch das Investment mit Green Factory, durch die Energiezentrale, ist es für Ungerhausen natürlich ein Riesenvorteil. Und wir sehen das auch so, dass wir kompetente Firmen hier in Ungerhausen ansiedeln können. Die Alois Müller GmbH liegt direkt an der A96. Mit ihrer Green Factory bietet sie nicht nur ihren Nachbarn, sondern auch Menschen auf der Durchreise eine klimaneutrale Energieversorgung. Elektrofahrzeuge finden hier eine E-Tankstelle, die ausschließlich mit CO2-neutral produziertem Strom versorgt wird. Und an der natürlich auch die Fahrzeuge des Unternehmens betankt werden. Das Besondere an dieser Fabrik ist, dass sie auf drei unterschiedlichen CO2-neutralen Energieträgern basiert. Auf der einen Seite ist die Fabrik damit unabhängig von möglichen CO2-Preissteigerungen in der Zukunft. Und auf der anderen Seite kann sie auf Strompreisänderungen am Energiemarkt flexibel reagieren. Durch diese Ressourceneffizienz ist die Fabrik optimal für die Zukunft aufgestellt. Durch die flexible Anpassung der Produktion an das Angebot des solaren Stromes, wie zum Beispiel beim Laserschneiden und dem Lackieren, und die Speicherung der solaren Energie in Form der Medien Stickstoff, vollentsalztem Wasser und Druckluft oder in einer Batterie, sowie die Möglichkeit, den Solarstrom in Wärme umzuwandeln, in das Netz einzuspeisen oder in E-Fahrzeugen zu verwenden, nutzt das Unternehmen den selbstproduzierten Solarstrom optimal aus und kann extrem flexibel auf aktuelle Energiepreise reagieren. Darüber hinaus deckt das Unternehmen durch die Kombination von Solarstrom mit einem BHKW seinen gesamten Jahresstrombedarf und mit Hilfe der Abwärme des BHKWs und der Pelletheizung seinen gesamten Wärmebedarf komplett CO2-neutral. Des Weiteren werden auch noch benachbarte Unternehmen klimaneutral mit Energie versorgt. In diesem Industriegebiet im Unterallgäu ist die Energiewende bereits realisiert.